Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles Mods kurz vorgestellt. Heute mal wieder eine Baumod und ich muss sagen, die hat mich begeistert. Also das ist jetzt hier nicht moderne Baukunst oder Dali hat sich ausgetobt, sondern das sind einfach mal so ein paar Bauelemente hingepackt. Weil ich einfach, sag ich mal, auch die ganze Vielfältigkeit zeigen wollte, die die Mod mitbringt. Es handelt sich dabei um die Mod eine Median Building Set Expansion. Die Mod ist eine Baumod, braucht, das sind wir wieder bei meinem Thema, wo ich mich immer wieder wundere, warum machen die Autoren das so? Braucht 7 Punkte, um sich freizuschalten. Und ich hatte gerade bei diesem Charakter hier das Problem, dass ich mir kurz mal schnell eine Tafel cheaten muss, damit ich wieder Punkte verfügbar habe. Und ich kriege ja die Punkte immer wieder zurück, die ich ja ausgebe, wenn ich hier dann nachher eine Mod wieder runterschmeiße. Also liegt jetzt nicht daran, dass ich hier mit diesem Charakter unzählige Mods ausprobiert habe, sondern das sind einfach, das ist ein Standard Level 60 Charakter mit seinem normalen Volumen an Wissenspunkten. Und ja, 7 Punkte. Es ist es wert, auf jeden Fall. Wir gucken uns die Sachen an. Aber ich verstehe es nicht. Liebe Mod-Autoren, warum wollt ihr, dass eure... Ich verstehe es... Nee, andersrum. Machen wir es andersrum. Wenn einer von euch ein Mod-Autor ist, der eine Mod sich das anschaut und der eine Mod selber rausgebracht hat und die auch mit Wissenspunkten belegt hat, erklärt mir, was ist eure Gedanke, weil ich kann ihn nicht nachvollziehen. Aber das war jetzt auch das Einzigste, was ich wirklich nörgeln kann. Es gibt noch einen kleinen Bug, den ich gefunden habe. Aber wirklich nörgeln kann ich nur über diesen Umstand mit den 7 Punkten. So, schauen wir uns mal ganz kurz die Mod in der im Dingenskirchen an. Na, sagt's mir. Im Workshop, ich muss bloß gucken, habe ich hier irgendwo was vor da? Steam-Themen. Mods, da müsste es sein, jawohl. Das ist eine Medium Building Set Expansion, ist schon ein paar Tage raus, ist Ende Juli rausgekommen. Ich hatte es auch gleich auf dem Fokus, aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Was die Mod bringt, sind wirklich Erweiterungen zum klassischen Medium Building Set. Das heißt, sie hat keine Dächer zum Beispiel, da gab es nichts, wohl finde ich ja auch nichts dran, großartig zu erweitern. Sie hat thematisch ein paar Sachen aufgegriffen. Ah, nee, das muss ich nachher nochmal. Ich habe nicht alles vorbereitet. Hier so Innenraumgestaltung, das heißt eine andere Zwischen-, also andere Böden, die dann auch, sage ich mal, hier oben eine andere Optik haben. Dadurch auch, sage ich mal, wenn man hier solche streben will, das ein bisschen anders gebaut. Eine Menge Fenstertypen, da muss ich sagen, ja, sind ein paar nicht mein Ding, aber ist egal. Eine neue, neues Deko für Böden und da habe ich auch noch nicht mit rumgespielt, aber es sieht schon mal ganz toll aus, so wenn man wirklich so größere, sag ich mal, fachwerkartig abgestützte Konstrukte will. Und ein sehr umfangreiches Set an Fenstern, die in diesen gotischen Baustil übergehen. Wobei natürlich hier der gotische Baustil hauptsächlich durch die Fensterform definiert wird. Und das sind relativ große Bauelemente. Die schauen wir uns aber auch gleich an. Gehen wir zurück ins Gameplay. Da sind wir wieder. So, das erste, was ich sehr schön fand, ist, also wir haben jetzt hier, das ist unsere klassische Zinne, wie wir sie kennen. Kommt, ich gehe mal in den Flugmodus. Und das ist, wie es von außen aussieht. Das ist so die Fenster. Das ist eine Wand umgedreht. Das heißt, die Außenwand ist jetzt nach innen. Das ist das Einzige, wo wir ein bisschen variieren können. Und hier fängt dann schon hier kommen schon die ersten Elemente, die über die Mod kommt. Wir haben zwei Arten von diesen runden Ausbuchtungen. Einmal hier mit so einer optischen Strebe, also so abgestützt an dem unterliegenden Mauerwerk und einfach bloß als halbrunde Deckenplatte, auf die ich dann eben verschiedenartige runde Zinnentypen zum Beispiel packen kann. Ja, hier gibt es verschiedene, je nachdem dann auch, wie ich die Optik aufbaue. Wie ihr seht, das ist eher dann glatt. Und das Ganze dann wiederum kombiniert mit den verschiedenen Zinnentypen,
die ich dann für die gerade Strecke benutzen kann. Bei manchen weiß ich nicht, da müsst ihr wirklich nachgucken, was ist da im Detail der Unterschied? Das sollten eigentlich zwei verschiedene sein, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da nicht die gleichen gepackt habe. Hier sieht man der Grundgedanke, hier, die hat so ein, Entschuldigung, die hat hier so ein Eckknuppel, der aber noch innerhalb der Linie ist. Das heißt, das könnte jetzt so eine Eckvariante sein. Das auch da ist mir auch von der äußeren Optik her nicht ganz klar, warum das zwei verschiedene sind. Dann hier so, sage ich mal, aufeinanderfolgende. Dann hier natürlich dann das Gegenstück, das auf der linken Seite dieser Knüppel ist, wenn man hier diese Ecke konstruieren will. Und das Ganze dann noch mit einer überhängenden Ecke. Man sieht es hier jetzt. Und dann noch eine komplett andere Variante, die ist dann sozusagen durchgängig gleich. Also man hat hier andere Gestaltungsmöglichkeiten. Also das hier ist einfach die klassische Variante vom Original-Bauset. Und das sind die Varianten, die die Mod bringt. Also man hat hier auf jeden Fall optisch, die hier finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ja. Optisch hier einiges geboten und das Ganze kann man eben, da kann man sich dann auch entsprechend, wenn man dann zum Beispiel das hier nimmt, dann hier diese Rundungen dazu. Man kann sich da wirklich auftauchen. Nur bei der Mauergestaltung, das ist toll. Was die Mod auch bringt, was ich sehr schön finde, das ist diese Mauer, dieser Mauertyp, der innen von und außen gleich aussieht. Das ist eigentlich ja auch ein Wunsch, den immer viele Bauherren im Spiel haben. Gebt uns bitte Mauern, die ich innen, vor allen Dingen auch in Innenräumen zum Trennen einsetzen kann, die links wie rechts gleich aussehen. Bitte, bitte, bitte. Und hier haben wir sie jetzt. Was an Bugs, was ich gefunden habe, ist einmal, wenn ich jetzt hier probiere, hier dahinter eine Mauer zu setzen, das geht nicht mehr. Das heißt, ich müsste jetzt hier diese Zinnenstütze wegnehmen, dann meine Mauer hinsetzen und dann könnte ich auch wieder die Zinnenstütze hin. Dasselbe gilt an einer anderen Stelle noch für eine Mauerntyp. Der im Spiel kommt, so ein runder Mauertyp, zeige ich euch. Haben wir genau denselben Bug. Da muss man einfach beim Konstruieren, beim Bauen schon vorher dran denken. Das sind zwei Sachen, die ich richtig cool finde. Das eine ist, ich freue mich immer, wenn jemand 2x2 Tore ins Spiel bringt, weil das ist für mich einfach für eine normale kleine Burg ein völlig ausreichendes Gate. Also da braucht man nicht diese Riesenkonstruktion. Die haben ihren Platz im Spiel, aber daher wünschte ich mir, dass Funcom selber auch in ihren eigenen Modellen das berücksichtigen wird. Also wir haben 2x2 Gate. Was ich ganz cool finde, ist dieses Gate hier. Achtung, das kommt wirklich hier oben raus. Das heißt, das muss ich wirklich mir bei der Konstruktion, da muss ich vielleicht dann Wände davor setzen oder was auch immer. Aber das finde ich, das ist so ein richtiges, ist ein Modell, also der gesamte Block ist ein Modell. Oder ein Baustein. Und das finde ich zum Beispiel richtig cool. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Was auch kommt, wir sehen hier Unmengen verschiedene Fenstertypen. Ja, hier haben wir hier die hohen. Das sind jetzt keine Kathedralenfenster, sage ich jetzt mal. Das sind jetzt noch normale Fenster. Und diese Fenster kann ich dann eben mit verschiedenen Inlets ausstatten. Wenn ich jetzt hier mal gucke, hier seht ihr, ich habe hier verschiedenste Varianten, wenn es größere Fenster sind, kann ich größere Dingenskirchen hier anbringen, die auch schön auf und zu gehen. So, was auch ganz nett ist, nee, nett ist die kleine Schwester von Scheiße, was sehr schön ist. Es gibt hier eine coole Türe. Ich gehe mal hier aus dem Flugmodus raus. Hier. Eine Geheimtüre. Ja. Das ist nett. Und das hier ist so eine Schiebe, so eine Falltüre. Also auch die ist, finde ich cool. Da kann man in Kellerbereichen was machen oder. Also da ist echt was geboten. Da kann man sich wieder voll austoben. Zumal behaupte ich, dass im nemidische Bauset, das Basisbauset, was von Funcom gekommen ist, ist, denke ich, mit eines der beliebtesten überhaupt. Und das eben dann auch wirklich so zu erweitern, wo man sagt, wow,
Das ist echt cool, das gefällt mir, das brauche ich. Das ist zum Beispiel auch was, diese Fundamente, die außen eben wirklich Stein haben. Ich habe das Problem nicht, ich spiele eigentlich immer mit der Lesser Building Placement Restriction Mod. Das heißt, ich kann hier auf diese Außenseiten einfach eine ganz normale Steinwand drauf nageln und dann sieht es von außen auch einheitlich aus. Aber wenn man jetzt neu bauen würde, könnte man sich überlegen, ob man mit diesen Fundamenten arbeitet. Und das ist ein klitzekleiner Wunsch, den ich hätte. Gebt mir bitte noch Wände von diesem Typ, weil wir haben jetzt wieder einen gewissen Stilbruch in dem Moment, wo ich eben, das ist das Fundament. Und wenn ich dann mit Mauern weiterarbeite, dann habe ich einfach einen optischen Bruch. Da würde ich mir wünschen, dass wenn es möglich wäre, einfach ein munter, zwei Sachen. Das eine wäre ein klassischer Wandtyp einfach von dem hier oder zusätzlich zu dem hier ein Fundamenttyp mit dieser Außenseite. Dann wär ich schon super zufrieden. So, und gucken wir uns nochmal hier oben die. Dann haben wir einen ganz normalen Türrahmen hier. Also da haben wir das Problem, dass wenn wir das Originalbauset nehmen, dann haben wir ja nur diesen Türrahmen. Und da haben wir genau dieses Thema wieder. Im Inneren von Räumen ist das Ding eigentlich nicht anwendbar. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall irgendwas anderes. Ich gehe entweder her und hole mir aus einem anderen Bauset eine akzeptable Türe, die noch zum Nemidischen irgendwie passt. Ja, oder ich brauche eine Mod wieder. Und dann sind wir eben bei dem Thema. Die gibt es hier in der Geschmacksrichtung eckig, was ich sehr schön finde, weil in Innenbereichen, auf den normalen Etagen, könnte ich mir das durchaus eher vorstellen, als jetzt überall die runde Variante, die es natürlich dann auch für die Innenräume gibt. Ich stelle die mal irgendwo hier hin. Hier. Und da haben wir eben links wie rechts. Das ist ein kleiner optischer. Nö, ist eigentlich genau dasselbe, oder? Also, ich würde sagen, die kann man wirklich in den Innenräumen wunderbar verbauen. Ja. Und wie gesagt, dann haben wir hier diese halbrunden Geschichten. Ich gehe mal wieder in den Flugmodus, die man hier schön gestalten kann. Und hier gibt es einen Bug, wenn ihr die Mauer hier setzt, also diese halbrunde Mauer. Ich kann es mal hier kurz zeigen. Und ich will jetzt hier den runden Deckel da drauf, also den Boden. Ja, ich krieg den Boden nicht platziert. Ich krieg den hier nicht oben drauf. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Boden wollte und ich wollte hier auch bloß normale Zinnen rechts und links, warum auch immer, müsste ich hier Hilfswände ziehen, damit ich den Boden rausbauen kann, bevor ich dann diese Wand reinflansche. Das geht dann nachher ohne Probleme. Das habe ich dann hier drüben auch gemacht. Dass ich habe hier im Prinzip diesen Boden angesetzt, dann den Halbrund und habe dann diese Wand reingeflanscht und habe dann oben die Krone gesetzt. Also man muss beim Bauen dann ein bisschen flexibel sein. Wo man sieht, er hat also wirklich hier den Ton, den Farbton fast erreicht. Ich weiß auch nicht, ob man als Mod-Autor es wagen sollte, hier wirklich, sage ich mal, ein komplett identisches Ding zu bringen. Was die Wände angeht, wenn wir jetzt mal hier schauen, das sind die Originalwände, das sind die Wände, die mit der Mod kommen. Da muss ich sagen, ich denke, beim je nach Lichteinfall wird man es sehen, aber wenn ich dann wieder hergehe und sage, mich stören ja diese Wände, die Originalwände, wenn ich sie in diesem Außenbereich anwende, ja, die Wände, dann stört es mich nicht und ich würde dann diese neuen Wandtypen nur im inneren Bereich, dann haben wir eh gar kein Problem. So, das ist dann der neue Boden, den es gibt. Den finde ich sehr schön für die Innenräume. Also, wenn man sie eher etwas mondäner will, ist dann schöner wie das hier. Und dann gibt es eben dann diese, ich guck mal, ob ich welche herkriege. Diese hier Verstrebungen, wo können wir da was sinnvoll platzieren? Ja, ist ja egal. Ist ja wurscht. Tun wir das hier. Das ist ein bisschen merkwürdig. Da fehlt dann eventuell sowas dann nachher. Ja. Ach, das ist das Kleine. Muss ich ein Großes nehmen? Das sind diese Ports. Das sind
diese Dinger, die berühren nicht sauber. Da bin ich mal gespannt. Eventuell sind die eher auch, sag ich mal, für die Kathedralendächer und Innenräume gedacht. Ich weiß es nicht. Da haben wir Bögen. Ich will mal die mal irgendwo hier platzieren. Entschuldigung. Da passt für mich jetzt irgendwie auch was nicht. Wüsste jetzt nicht, wo ich diese Art von Dinger hier wirklich verwenden könnte. Und auch hier, dass dieser Abstand da ist, das ist sicherlich gewollt, weil wir haben den bei diesen Konstrukten. Wenn man jetzt sich dann die Bilder anschaut, die dann im Workshop angezeigt werden, da sieht es eigentlich anders aus, aber ich kann euch schon mal sagen, es sollte kein Thema sein, weil ich eigentlich hier, oder es dürfte kein Konfliktthema sein, weil ich hier eigentlich komplett ohne andere Mods spiele. Und von daher, ich weiß es nicht. Mit denen mal, kann man denn irgendwo anders flanschen? Jetzt, da. Ne, da habe ich wieder Luft dazwischen. Ah, guckt mal, so geht's. Und dann tun wir dem das Gegenstück hier. Ja, irgendwie beißt sich's gerade. Ich habe nicht den Snap-Punkt. Ah, okay. Das ist gar nicht gedacht. Das heißt, hier habe ich im Prinzip nachher. Lasst mich mal kurz mal eine Decke draufpacken. Aus dem Original-Nemedischen. Also eine Rampe am besten. Das würde uns wahrscheinlich am besten helfen. Ah, okay, schaut euch das an. Dann sieht das so aus. Okay, das heißt, die Oberkante von dieser Stütze ist am höchsten Punkt an der Außenseite der Rampe und am niedrigen Punkt ist er an der Innenseite der Rampe. Ja. Hat also eine Menge zum Experimentieren auf jeden Fall. Und ich habe hier, wie gesagt, noch nicht alle Elemente und vor allen Dingen auch nicht alle Fenstertypen ausprobiert. Das sind hier diese Buntglasfenster, die es da gibt. Und viel Liebe zum Detail. Ja, das sind so Sachen, wo ich sage, ich weiß es jetzt nicht. Ich hätte jetzt bei mir im Moment, deswegen finde ich es zu modern eigentlich. Das ist ein Element, der ganze Block ist ein Element. Den finde ich jetzt für mich persönlich zu modern. Und ja, das könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, sage ich mal, in meinen Herrscherräumen oder sowas. Aber was ich so toll finde an dieser Mod sind diese verspielten Geschichten, wo ich sage, ich habe einen Rahmen, ich kann hier verschiedene Fenstertypen einbauen. Ich habe verschiedene Fensterläden, die ich dranhängen kann. Wie gesagt, die Kathedralentypen, das ist alles durch dieses Weiße und diese klaren Strukturen, finde ich sie ein Kick zu modern. Da gibt es andere Mods, die haben das Rusticalo umgesetzt. Aber es ist dabei, man muss es nicht verwenden, wenn es einem nicht gefällt. Da gefällt mir dieser Fenstertyp dann schon ein Kick besser. Aber alles in allem muss ich sagen, eine super gelungene Mod auf jeden Fall. Und es ist wirklich eine Bereicherung. Es ist nicht nur eine Erweiterung, finde ich, für das nemitische Set, wo man sagt, ja, da sind ein paar Elemente dazu gekommen. Ich finde es eine Bereicherung, weil es komplett andere, neue optische Konstruktionsmöglichkeiten mit ins Spiel bringt, verspieltere Themen, seine, wie soll man sagen, man kann zwei verschiedene oder jetzt vielleicht sogar drei verschiedene, aber zwei verschiedene auf jeden Fall nemidische Burgen haben, die das Basisset nemidisch haben, aber die in der Ausgestaltung dann doch optisch anders aussehen. Eher eins vielleicht mit den Originalteilen ausschließlich
Und das andere dann eben eher so so ja, Burg-Defense-mäßig, verteidigungstechnisch, bisschen hervorgehoben. Und also ich muss sagen, gefällt mir super. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und da muss man an den Stellen dann auch wirklich die Mod-Autoren loben. Hier ist ihn im Speziellen. Das ist also Tara hat es erstellt. Und natürlich auch alle, immer bei der Gelegenheit, alle anderen Mod-Autoren loben, die hier uns eine derartige Vielfalt ins Spiel bringen. Und wie wichtig diese Mods sind, sehe ich gerade eben an einem ganz, ganz anderen Thema. Das einfach mal so eingestreut. Ich gucke mir gerade eine Skyrim-Folge an. Da gibt es ein Modpack. Da ist es etwas deutlich komplexer, Mods zu installieren, wie hier in Conan. Da muss man wiederum sagen, Funcom, vielen, vielen, vielen Dank, dass du von Anfang an die Modder gedacht hast, nicht gesagt hast, wie das andere erstellt, da tun wir dann später mal was machen. Es war von Anfang an klar, dass es eine Mod-Schnittstelle geben wird und du hast auch sehr viel Zeit und Entwicklung und damit auch Kosten in diese Schnittstelle gesteckt, damit die super funktioniert und die Qualität, wie sie hier in Funcom funktioniert. Bei allen Problemen, die wir manchmal mit Mods haben. Schaut euch mal Threads an, Diskussionen an in Skyrim, in Fallout mit der Bethesda-Schnittstelle zu Thema Mods. Also von daher. Und ja, was ich sagen wollte, ist, es gibt da ein Modpack mit über 2000 Mods, was Skyrim fast schon optisch auf jeden Fall zum komplett neuen Spiel macht, von Spielmechaniken etc. Und das ist eben auch genau dieser Effekt, dass Skyrim heute immer noch enorm viele aktive Spieler hat, liegt daran, dass es eine Modder-Community gibt. Und das ist wiederum Werbung fürs Spiel. Skyrim wird heute immer noch verkauft. Und das ist eben, denke ich, auch ein ganz großer Mehrwert, den die Mod-Autoren für den Spielerentwickler bringen, dass sie sagen, ich bringe immer wieder was Neues rein und über dieses Neue halte ich viele von den Spielern einfach bei der Stange, dass sie immer wieder zurückkommen. Und wenn sie zurückkommen, dann geschieht es nicht selten, dass sie jemanden mitbringen, der dann wiederum das Spiel kauft. Also von daher, alles in allem eine ganz, 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 ganz tolle Sache mit den Moddern. Und ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr kennt Battle Orc, hier kommt. Daumen nach oben würde mich freuen, Kommentare würden mich freuen und natürlich auch gerne ein Abo dalassen, wenn ihr nicht schon Abonnenten seid. Wenn dem so ist, dann vielen Dank an dieser Stelle. Ansonsten wäre es toll, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei wärt, hier bei Conan Exiles, Mods kurz vorgestellt, oder gern auch in meinem Gameplay vorbeischauen. Das, außer ich habe eine ganz spezielle Warnung hingeschrieben, ohne Mods, eigentlich immer mit sehr vielen Mods daherkommt. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen, passt auf euch auf und ihr wisst ja, ne? Immer schön gesund bleiben. Bye bye.